Sie sind zu spät. In meinem Kulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas. Nun gut. Entschuldigung. Ist das ein Befehl? Ich entschuldige mich. Man kann sich nicht selbst entschuldigen. Sie können nur darum bitten. Wissen Sie das nicht? Diesmal ist es wirklich ernst. Hältst dich nicht an den Lehrplan, demütigst Studierende. Ja, hör auf zu grinsen. Der Disziplinarausschuss, du bist vorgeladen. Die kleine Araberin, die du unter Beschuss genommen hast. Du wirst sie auf den Debattierwettbewerb vorbereiten. Gibt es nicht irgendeinen anderen Randgruppenstudenten? Ein ganz fleißiger Chinese zum Beispiel. Warum wollen Sie mir helfen? Ich verstehe es nicht. Die wichtigste Fähigkeit in Ihrem Leben wird es sein, andere zu überzeugen. Recht bekommen. Wissen Sie was? Ich mag Sie nicht. Sagen Sie nicht, ich mag Sie nicht. Das hat keine Schlagkraft. Sagen Sie, Sie haben nichts an sich, was man mögen könnte. Da stehe ich nun, ich armer Tor. Lauter! Wollen Sie irgendwie lustig sein? Ja. Dann lassen Sie das in Zukunft. Ich will aber nicht ohne Humor. Na gut, aber Sie sind kontra. Du machst es doch nicht für ihn. Du machst es für dich. Du gehst nicht mehr zur Arbeit, du hilfst uns auch sonst nichts. Und jetzt bedrohst du jemanden mit einem Schlagring? Dein tolles Studium, ne? Da denkst du, es ist was Besseres. Aber ändern wirst du eh nichts damit. Mann! Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage. Die ganze Wahrheit. Auch wenn ich lügen werde wie getrocknet. Just keep on using me. Die Übung ist folgende. Sie sind Dietmar Bohlen. Dieter. Richtig, Dieter. Ich bin sicher nicht Dieter Bohlen. Doch, das sind die Spielregeln und ich darf das bestimmen. Dann sind Sie Bushido. Was ist ein Bushido?